Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich euch das neue Album Weihnachten miteinander von Hansi Hinterseher vorstellen. Das Ganze gibt es in der limitierten Fanbox zum Unboxing für euch von mir, wie gewohnt. Ja, meine lieben Freunde, das neue Album, das Weihnachtsalbum Weihnachten miteinander von Hansi Hinterseher ist heute am Freitag, den 6. November erschienen. Ich habe für die Fanbox um die 39 Euro bezahlt. Den Link zur Box, zum Album und zum MP3-Download gibt es für euch natürlich hier unten in der Videobeschreibung. Gut, so viel dazu, liebe Freunde. Heute mal wieder ein Schlager-Unboxing für euch. Ihr könnt mir an dieser Stelle natürlich gern euren Lieblingssong von Hansi Hinterseher einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Sei es vom neuen Weihnachtsalbum oder generell euren Lieblingssong. Schreibt ihn mir einfach mal unten in die Kommentare. Und ich werde derweil schon mal die Folie von der Box entfernen. Los geht's! So, die Folie ist ab und als erstes schauen wir uns natürlich das Boxdesign an und wir haben hier wieder mal eine klassische Schlager-Fanbox. Und zwar ist das Ganze bei den Schlager-Fanboxen immer so gemacht, dass wir einmal eine weiße Box haben und einen Pappschuber. Den Pappschuber schauen wir uns natürlich als erstes an. Als erstes lesen wir oben limitierte Fanbox-Edition. Darunter sehen wir Hansi Hinterseher, die Frisur sitzt. Hinter ihm ein bisschen Weihnachtsdeko, Hansi Hinterseher, Weihnachten miteinander. Und hier haben wir noch eine FSK 0 Freigabe drauf, die ist hier drauf, da hier eine DVD enthalten ist. Gut, das ist das Albumcover. Auf der rechten Seite des Pappschubers lesen wir jetzt nochmal limitierte Fanbox Edition. Dann sehen wir nochmal den guten Mann Hansi Hinterseher, Weihnachten miteinander. Auf der Rückseite sehen wir einen Barcode, dann haben wir jetzt nochmal ein Bild vom Interpreten und hier hinten sind die Inhalte aufgelistet. Unter anderem befindet sich in dieser Box natürlich das Album Weihnachten miteinander, dann eine DVD 25 Jahre Hansi Hinterseher, dann ein Weihnachtsposter Hansi, Weihnachtspostkarten und eine Christbaumkugel. Okay, das sind die Inhalte, das Ganze ist jetzt auf der linken Seite nochmal als Übersicht aufgelistet, werden wir uns zusammen aber gleich alles anschauen. Okay, gut, das war der Schuber und damit, liebe Freunde, schauen wir jetzt in die Box rein. Wie gesagt, das ist immer so eine standardweise Box. Und als erstes kommt uns natürlich Verpackungsmaterial entgegen. Oh, hier ist die Christbaumkugel, die schauen wir uns zum Schluss an. Ist sozusagen das zweite Highlight neben dem Album in dieser Box. Und als erstes schauen wir uns natürlich das Album an. Das neue Weihnachtsalbum 2020 steht hier oben links in der Ecke. Gut, dann werden wir das Ganze erstmal von der Folie befreien. Ich suche natürlich jetzt hier wieder den Aufreißfaden. Das ist immer ein bisschen schwierig, das Ganze so aufzukriegen. Ohne Messer. Aber ich glaube, ich krieg's diesmal hin. Schöne Grüße an Andreas an dieser Stelle. So, okay. So. Als erstes sehen wir jetzt natürlich wieder das Albumcover, was wir gerade schon vorne auf der Pappschuber gesehen haben. Dann lesen wir ja in der linken Ecke bekannt aus der TV-Werbung. Okay, auf dem Album sind 16 Songs drauf. Okay, das ist eine ganze Menge. Wir sehen den Barcode, Hansi Hinterseher, Weihnachten miteinander und hier wieder die Weihnachtsdeko. Okay, schauen wir mal rein. Und da haben wir natürlich als erstes die Weihnachts-CD. So sieht das Ganze aus. Sehr schön. Und wir schauen natürlich noch ins Booklet rein. Und als erstes haben wir hier ein bisschen was Geschriebenes stehen. Liebe Leute. Könnt ihr euch gerne an dieser Stelle anhalten. Dann haben wir hier ein Bild von Hansi Hinterseher. Und wir haben jetzt nochmal die Songs aufgelistet und natürlich jetzt noch ein paar weihnachtliche oder ein paar Bilder in weihnachtlicher Stimmung mit Hansi Hinterseher. Okay, wir haben die Songs mit den dazugehörigen Songtexten. Sehr schön. Und natürlich mittendrin immer ein paar Bilder vom Interpreten. In der Mitte haben wir jetzt nochmal das Bild, was wir
hinten auf dem Schuber drauf gesehen haben. Okay. Und jetzt nochmal ein Bild vom Interpreten. Und natürlich jetzt hier Info und Booking und sowas. Okay, das war das Booklet. Sehr schön. Songtexte gehören mit dem Booklet auf jeden Fall immer rein. Ist hier der Fall. Sehr schön. Also, das Wichtigste in dieser Box, das neue Album. Dann haben wir als nächstes die DVD. Das muss ich sagen, ist eigentlich immer bei den Schlagerboxen drin. Zusätzlich noch eine DVD. Finde ich persönlich immer eine coole Sache. Man hat noch ein bisschen was zum Anschauen. Ich werde es mir jetzt nicht anschauen. Ich werde in das Album auf jeden Fall mal reinhören. Aber die DVD, denke ich mal, werde ich mir nie anschauen. Aber wie gesagt, finde ich immer eine coole Sache, dass in den Schlagerboxen immer noch nicht nur was zum Anhören, sondern auch zum Angucken mit dabei ist. Gut, befreien wir das Ganze auch mal von der Folie. So, und da Schlager für alle, unser DVD-Tipp, inklusive TV-Special, das Beste aus 25 Jahren. Okay, also wie gesagt, die DVD zum 25-jährigen Bühnenjubiläum von Hansi Hinterseher. Ich halte zu euch. Okay, also wir bekommen einen kleinen Einblick über seine Karriere und enthaltene Musiktitel, also einige Titel sind noch mit hier dabei. Ich hoffe, man kann das relativ gut lesen. Okay. Mit Bonusmaterial. Und das Ganze geht 105 Minuten. Gut, dann schauen wir mal rein. So sieht die DVD aus. Und hier haben wir jetzt natürlich auch wieder ein kleines Einlegeblatt drin. Hier nochmal Hansi Hinterseher. Und hier sind jetzt nochmal das Beste aus 25 Jahren aufgelistet, was hier alles auf der DVD enthalten ist, was man sich also anschauen kann, plus das Bonusmaterial. Gut, okay, das war die DVD. Wie gesagt, immer eine coole Sache. Man bekommt neben dem Album noch was zum Anschauen. Sehr schön. Gut, das war die DVD. Dann haben wir als nächstes die Postkarten. 5 Stück waren das, glaube ich. Oder 4 Stück. Ne, plus 4 Postkarten. Okay. Mit Weihnachtsmotiven. Einmal die hier. Sehr hochwertig gemacht. Ihr seht, wie das reflektiert. Also sehr hochwertige Fotokarten oder Postkarten. Könnt ihr zu Weihnachten an Oma und Opa schicken. Da freuen die sich natürlich, wenn so eine Karte von Hansi Hinterseher zu Weihnachten ins Haus flattert. Okay, also diese 4 unterschiedlichen Motive. Sehr schön. 4 Postkarten. Wäre natürlich richtig cool gewesen, wenn eine davon unterschrieben gewesen wäre. Und dann haben wir jetzt noch als nächstes, liebe Freunde, ein Poster. Das scheint relativ klein zu sein. Einseitig bedruckt. Da nehme ich mal ein bisschen den Zoom raus. Und wir sehen natürlich den Interpreten in einem, wie soll man sagen, weihnachtlich oder festlich geschmückten Raum. Hansi Hinterseher lesen wir oben. Hinter ihm steht jetzt so ein alter Schlitten. Und natürlich sind überall Kerzen aufgestellt. Und das Ganze ist sehr weihnachtlich. Und Hansi Hinterseher hier im weißen Pullover. Okay, das war das Poster, liebe Freunde. Und damit kommen wir jetzt noch zum zweiten Highlight neben dem Album. Poster wieder zusammenkriegen. So. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, zum zweiten Highlight. Und zwar zu der Christbaumkugel. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich die vorsichtig hier befreien kann. Ich schaue hier irgendwie raus. Ich will natürlich nichts kaputt machen. Ja, es geht ein bisschen straff, aber ich hab's, glaube ich. So, okay. So. Und da haben wir eine goldene Christbaumkugel. Und da lesen wir Hansi Hinterseher drauf. Und wir haben hier ein buntes Bild vom Interpreten drauf. Könnt ihr auch Oma und Opa schenken oder hängt es euch an Weihnachtsbaum. Und Hansi ist dann zu Weihnachten mit bei euch dabei. Okay, gut, liebe Freunde. Damit sind wir schon wieder durch mit dem Unboxing. Ich werde euch natürlich ganz kurz nochmal alles in die Übersicht legen. Ups, was ihr in der Fanbox zum Weihnachtsalbum Weihnacht miteinander von Hansi Hinterseher bekommt. So.
Also, ihr bekommt einmal in der Box ein Poster, dann die 4 Postkarten, wie gesagt, können dann Oma und Opa schicken, da freuen die sich. Dann eine DVD, ein bisschen was zum Gucken, 25 Jahre Hindi. Hansi Hinterseer, ich hab's jetzt, ich halt zu euch. Also noch ein bisschen was zum Anschauen mit 105 Minuten Spiellänge. Dann natürlich, liebe Freunde, das Wichtigste, das Weihnachtsalbum mit insgesamt 16 Songs und die Christbaumkugel. Das Ganze gibt es in der Box zum Album Weihnachten miteinander. So. Gut, liebe Freunde, damit sind wir schon wieder am Ende des Unboxings. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne was in die Kommentare. Schöne Grüße gehen raus an Hansi Hinterseer. Viel Erfolg mit dem neuen Album und natürlich dann ein schönes Weihnachtsfest. Und ich hoffe natürlich, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.